Ihr habt gewählt, wir liefern. Der Schauplatz eures Instagram-Voting-Spiels ist der große Moorweg in Tornisch, wo die U19 von Union auf den VfB Lübeck trifft. Beide Teams sind fest in den Abstiegskampf in der Regionalliga Nord involviert, wobei Union Tornisch mit 8 Punkten den letzten Tabellenplatz belegt und das rettende Ufer bereits einige Punkte entfernt ist. An diesem Ufer befindet sich der VfB Rang 9 mit 15 Punkten, doch die Grün-Weißen sind ebenfalls gewarnt. Im Hinspiel gab es für das Team ein ernüchterndes 1:1. Den Hansekickern gebührt die erste Chance. Shalom mit einem Freistoß ambitioniert, aber der Torwart Arthur Huhn ist zur Stelle, der in diesem Spiel den Vorzug von Niklas Pischel und Janis Horvath von Martin Schwabe erhalten hat. Der Tabellenletzte kommt gut rein in die Partie und erarbeitet sich Chancen. Lübeck bekommt den Ball nicht geklärt und so kann Basta den Ball über den Kasten setzen. Und dabei soll es nicht bleiben. Die Flanke kommt auf Böttcher und den schießt er perfekt rein. 1:0 für den Außenseiter. Arne Böttcher mit seinem ersten Tor in der Saison. Und man sieht, wie viel dieser Treffer den Unionern bedeutet. Er erwischt Feliciano König auf dem falschen Fuß. Nichtsdestotrotz hat er diesen Ball phänomenal verwertet. Im Hinspiel ist Union ebenfalls in Führung gegangen. Doch Lübeck konnte ausgleichen. Was passiert in der Gegenwart? Freistoß für die Hansekicker. Eine Hereingabe auf den Kopf von Dietz. Und der Ausgleich. Nicht mal 2 Minuten hatte die Führung des Tabellenletzten Bestand. Lasse Dietz köpft sich zu seinem 4. Saisontreffer und lässt die Defensive der Jungunioner ganz alt aussehen. Tornisch lässt sich aber nicht verunsichern. Der Moorweg wird zu einem Chancen-Eldorado. Ein weiter Einwurf auf Zieber. Lübeck kann nicht klären, die Chance lebt weiter. Eray passt auf Lange. Müller fälscht ab und lässt Union erneut jubeln. 2:1 kurz vor der Pause. Der Treffer wird der Nummer 13 angerechnet, doch Müller macht diesen Ball erst so richtig gefährlich und lässt König keine Chance. So geht es mit 2:1 für Tornisch in die Pause. Der Außenseiter spielt auf Augenhöhe. Lübeck kommt aber in der 70. Minute durch Kenster zum Ausgleich, doch durch einen technischen Fehler an der Kamera bleibt uns der Anblick dieses Treffers leider genauso verwehrt wie der Torjubel von Will nach diesem Lupfer. An Spektakel soll es aber in der Schlussphase nicht mangeln. Lübeck nimmt die Partie in die Hand und bekommt einen Eckball von der linken Seite. Der rutscht irgendwie durch 3 Reihen durch. Am Ende der Kette steht Mark und das Spiel ist gedreht. 3:2 für die Gäste. Es wären so wichtige Punkte, um sich von der gefährlichen Zone zu distanzieren. Die Erleichterung ist den Spielern ins Gesicht geschrieben. Mack mit Saisontor Nummer 3 und es könnte ein ganz wichtiges werden. Die Ecke ist nicht konsequent verteidigt und der Nutznießer heißt am Ende Jan-Philipp Mack. Wieder grün-weiß. Der weite Ball aus der eigenen Hälfte. Jetz und Mack gegen Schmal. Am Ende macht es Jetz und wie er es macht, der Lupfer ins Glück. 4:2 für Lübeck. Der Pass hebelt die Restbestände der Tornischer Verteidigung aus. Jetz lässt Arthur Huhn keine Chance und schnürt in unnachahmlicher Manier seinen Doppelpack. Natürlich ist die Verteidigung von Tornisch löchrig, da sie alles nach vorne geworfen haben. Am Ende gibt es nochmal einen Freistoß für Union. Sjatschan, er legt sich den Ball zurecht. Er sieht, schießt und trifft. Was für ein Freistoß zum Anschlusstreffer. Sjatschan, er lässt die Hoffnungen von Union noch einmal aufblühen. Sie haben gekämpft und Lübeck lange Zeit hingehalten. Es ist das 3. Saisontor für er. Ein phänomenaler Schuss, der lange in der Luft bleibt. König antizipiert falsch und prompt ist ein Traumtor geboren. Aber es kommt zu spät. Tornisch muss sich nach großem Kampf und großem Einsatz gegen in der 2. Hälfte konsequent die Lübecker geschlagen geben. Die Spieler sind ausgelaugt und daran kann es auch gelegen haben, wie Tornisch-Kapitän Mark am Mikrofon von Philipp Hagen erzählt. Ja, ich glaube, wir haben gut angefangen eigentlich. Ich glaube, zum Ende hin hat ein bisschen die Power gefehlt. Also, erste Halbzeit haben wir es echt stark gemacht, haben gut verschoben, gut verteidigt, haben dann auch 2 Tore gemacht. Und so wird das Unterfangen Klassenerhalt für Union umso schwieriger. Doch auch der VfB Lübeck ist gewarnt. Beide Teams sind noch mittendrin im Abstiegskampf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.